Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Episode mit Star Wars Battlefront 3, das mittlerweile erschienen ist. Und ja, ich bin trotzdem, obwohl ich das Spiel hin und wieder kritisiert hatte und die Kritikpunkte, die sind meiner Meinung nach trotzdem noch valide, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich es mir doch hole. Und zwar, ganz kurz, was haben wir hier denn noch? Präzision einer Waffe erhöhen. Verhindert weitere Erwärmung. Kühlzelle wäre nicht schlecht, aber ich hole mir den Ionenschuss, der vermehrt Schaden anrichtet. Das können wir dann auf unser Blatt hinzufügen. So, da haben wir es. Und wir spielen heute Helden gegen Schurken. Einer meiner absoluten Lieblingsmodi. Ja, ich habe es mir auf dem PC geholt. Als Ehrengarde sind wir unterwegs. Da ist unsere Bearbeitung jetzt zwar sowieso überflüssig gewesen, aber passt schon. Da hat man auch die ein oder andere Waffe. Zum Beispiel so einen schönen Raketenwerfer. Oder auch noch einen zweiten Raketenwerfer. Oh, und Boba Fett ist hier. Ja, und das kann man machen. Ich weiß nicht, wie häufig, aber ich glaube einmal pro Runde. Und bei Prinzessin Leia kann man dann spawnen. Bei den Gegnern ist es dann der Imperator und der hat dann quasi auch seine Sturmtruppen entsprechend. Jawohl. Zweimal richtig viel Schaden hinzugefügt. Ja, ich hatte zwar ein paar Kritikpunkte, allerdings habe ich mir gedacht, ey, das Spiel, das könnte trotzdem noch mehr Potenzial entfalten. Keine Ahnung, der Walker-Modus, den habe ich nur kurz gespielt. Deswegen, der ist mir zwar nicht ganz so positiv im Auge geblieben. Ah, Darth Vader. Aber ich habe mir trotzdem überlegt, ja, vielleicht, wenn du dich ein bisschen reinfuchst. Yes, nein, ich dachte, es wäre Darth Vader, den ich gekillt hatte. Der lebt immer noch. Und darüber hinaus, der ein oder andere Modus, der hat zwar seine Schwächen, aber hey, es wird wahrscheinlich trotzdem super viel Spaß machen. Vor allem, wenn man mit ein paar Leuten spielt, die man auch kennt, dann macht es immer noch mehr Spaß. Ja, und die Kontaktgranate hätte da jemanden gekillt, wenn ich da nicht, wenn mir da nicht schon jemand den Kill gestohlen hätte. Also Helden gegen Schurken im Moment. Ach komm, ich komme hier nicht an dem doofen. Ist das ein X-Wing? Nee. Ich komme nicht an dem doofen Dings vorbei. Möchte mich jetzt auch nicht in Unwissenheit hier baden. Deswegen werde ich keinen Namen nennen. Ich sag einfach, ich weiß, wie er heißt und gehe weiter. Das wird richtig gut sein. Ah, dammit. Ey, jawohl, alle Schurken besiegt. Leia hat da sehr lange überlebt. Muss ich mich kurz mal räuspern. Hab immer noch leichten Husten. Weiß nicht, woran das liegt. Und jetzt geht's mit Prinzessin Leia hier ins Gefecht. Also ganz kurz hier das Schild aufrufen. Ich hebe jetzt schon mal so ein bisschen Leben auf. Und da unten, das Blaue, das zeigt, wie lange der Schild noch aktiv sein wird. Und hier ist jemand. Jemand Böses. Mit dem Schild kann man hier eher kämpfen. Jawohl. Okay, Darth Vader schon mal ausgeschaltet. Irgendjemand, falls er Leben braucht, kann das gerne aufheben. Luke, vielleicht du hast gerade den Imperator hier besiegt mit uns. Yes. Der nächste Kill. Und jetzt ist nur noch Boba Fett am Leben. So,
So, und jetzt nochmal hier das Schild aufrufen. Sieht er uns nicht? Autsch, irgendjemand von hinten. Oh Gott, das ist ja wirklich nicht nett hier. Gut gemacht. So, Leben wieder aufheben. Das meine ich, wenn ihr ein bisschen defensiver spielt, dann seid ihr mit Leia schon ganz gut dabei. Ey, die sind auch echt geil, ne? Die kommen hier vorbei, sehen einen so gut wie nie. Und wir haben alle Schurken besiegt, jawoll. Aber ich meine auch, man muss irgendwie noch den Hype bis zum Release echt aufrechterhalten. Und ich freue mich echt auf den Film. Ja, und von den Punkten her, da sind wir ein bisschen weiter hinten, aber ich habe es ja schon häufiger angesprochen. Ich spiele ja eher etwas defensiver als dann komplett offensiv. Und dann überlebt man halt länger. Sehr schön, hier kommt wieder das Instant-Schild. Vielleicht ein bisschen flankieren. Darth Vader. Hätte vielleicht ein bisschen defensiver stehen sollen. Ah, die erste Granate reißt nichts, die zweite auch nicht. Und über uns ist jemand. Ganz übel. Kommt man da hoch? Das war der erste. Fehlen noch zwei. Abgesehen jetzt davon, wenn man mal Boba Fett ist, aber kommt man sonst hoch da? Ich glaube nämlich nicht. Oh, 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 oh. Ja, okay. Der Imperator. Ganz easy kommt er. Es ist so schade, dass es so jemanden wie den Imperator nicht in echt gibt. Der könnte einfach die ganze Energiewende alleine bewältigen. Und die Granate war auch geil. Ja, ihr könnt mich ruhig killen. Ich habe euren Imperator gekillt, Leute. Kein Problem. Etwas, was nur Darth Vader gelungen ist. Ich habe übrigens letztens nochmal eine Szene geguckt. Auf YouTube gibt es die. Nämlich von Star Wars 3, die Endszene. Jetzt spoilere ich Star Wars 3 für alle, die gar keine Ahnung von Star Wars haben. Na, Spaß. Kennt mittlerweile sowieso jeder. Da gibt es ja die Szene, dass Darth Vader quasi, ja, umoperiert wird. Also Anakin wird dann endgültig zu Darth Vader. Und, so, hier erstmal ein Pickup, falls du es brauchst. Ist ein Pickup. Ist ein Snickers, heißt es ja, stimmt. Oh, da ist der Imperator. Erstmal dich ausschalten. Was bist du denn überhaupt für einer? Oh, hier wieder unterm Schild. Sehr gut. Okay, noch ein Schild. Autsch. Leben heilen. Und schnell weg hier. Der Imperator ist da. Gegen den mag ich es nicht so sehr, im Nahkampf zu kämpfen. Oh nein! Darth Vader! Wo kommt der denn jetzt her? Leute, irgendjemand Hilfe! Ich kann nicht zurück in die Schlacht. Dich nehme ich aber noch mit. Der nimmt sich selbst mit. Boah Gott, ist der schlau. Einfach nur damit er den Kill kriegt, hat er da nochmal mit dem Raketenwerfer geschossen. Sehr clever. Warum wurde ich ihn aber alleine gelassen? Naja, auf jeden Fall die Endszene. Da war ich. Da wird ja Darth Vader die Maske aufgesetzt und er fragt. Ach komm, ey. Mit der DH-17. Ja, super. Und er fragt dann nach... Jawohl, 4-0 mittlerweile. Nach Padme und dann schreckt sogar ganz kurz der Imperator zurück. Das war für mich so ein richtig cooles Detail, weil eigentlich ist der Imperator ja mit der Stärkste irgendwie im ganzen Universum und dass dann Darth Vader irgendwie ihm so einen Schrecken einjagt, das war schon ziemlich cool, die Szene. Also... Da wurde auf jeden Fall viel Liebe ins Detail gesteckt. Fand ich sehr, sehr cool. Wurde auch erst durch einen YouTube-Kommentar aufmerksam drauf gemacht. Aber es war natürlich sehr, sehr geil, dann sowas mit anzusehen. Ich finde generell so kleine Schmankerl sind immer wieder ganz schön. Ah, hier, Vader verteidigt sich vor den Schüssen. Ach komm, habe ich den trotzdem gekriegt? Jawohl, den einen habe ich trotzdem gekriegt. Kettenblitz. Verdammt, kämpft härter! Der Imperator sollte sich echt mal schminken. Ganz ehrlich, wie sieht der denn überhaupt aus?
Oh nein, Boba Fett. Okay, weg hier. Guter Schuss. Der ist erledigt. Weiter so. Nein! Ich wollte schon Yes sagen, weil ich es gewohnt war, dass wir gewinnen, aber... Oh, damn it, ey. Dieses Mal ein Punkt verloren. Egal, dann kriegen wir die Chance, nochmal als Held zu spielen. Jetzt mal als Han Solo. Hey, nicht endlich mal nicht als Leia, sondern als Han Solo. Auch wenn ich mir Luke gewünscht hätte. Egal, das ist auch ganz cool. Mit Han Solo ja letztens einen Triple Kill erzielt gegen die... Ja, wir sind hier von Feinden umgeben, das ist nicht so gut. Nein! Boba Fett ist hier. Das ist auch nicht so gut. Ja, der mit seinem Flammenwerfer. Jawohl, komm. Ich brauche ein Pickup. Danke. Oh nein, ich verliere Leben. Darth Vader ist hier. Oh, sehr schön. Trotzdem noch erwischt. Yes! Der Typ ist down. Ha, Teabaggen erstmal. Oh, vom Feind erfasst. Jawohl. Kill Assist zwar nur, aber trotzdem. Schön den Kill geholt. Und alle Schurken besiegt. Ja, heute nur mit einer tendenziell etwas kürzeren Runde. Aber ey, es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Und wir hatten mal eine positive KD. Auch sehr schön. In diesem Modus nicht üblich. Also wie gesagt, ich habe jetzt die PC-Fassung. Und es wird dann ab kommender Woche, ich werde morgen auch nochmal ein Video hochladen. Aber ab kommender Woche wird es dann so sein. Ich denke mal, ich werde 4 Videos pro Woche hochladen. Werde mal schauen, vielleicht eins mehr oder weniger. Wenn es dann super läuft, dann auch mehr gerne, wenn es aber wirklich Partien gibt und auf dem PC wird es die wahrscheinlich geben. Das sage ich jetzt schon, auf dem PC werde ich wahrscheinlich häufig auf die Schnauze kriegen. Deswegen gewöhnt euch schon mal dran, dass ich wahrscheinlich keine positive KD haben werde. Aber wenn es eine gute Partie gibt, dann oder gute Partien allgemein, dann werdet ihr auch häufiger Gameplays sehen. Also, ich freue mich drauf. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein!